Es geht los. Herzlich willkommen zum Online-Salon. Und wir werden mal wieder spielen. Es ist jetzt, glaube ich, schon der dritte Online-Salon, in dem wir uns mit dem Thema Business und Spielen unterhalten. Und ich finde ja auch, dass das eigentlich sehr, sehr sinnvoll ist, das zu tun. Weil, wo haben wir das meiste gelernt als Kind? Beim Spielen. Wo werden super viele Emotionen hervorgerufen? Und wir wissen ja schließlich, wenn Emotionen beim Lernen ins Spiel kommen, das behalten wir ziemlich gut. Wo können wir mit anderen so richtig gut zum Team zusammenwachsen oder auch den anderen ein bisschen hassen? Ich habe da so ein ganz spezifisches Spiel im Kopf, wo das halt so einerseits so Teambuilding ist und andererseits auch so, okay, mit wem kann ich nicht? Ja. Und wir können das auch mit Pen und Paper tun. Pen und Paper, Dungeons and Dragons, Call of Cthulhu, das schwarze Augen. Wer jetzt sagt, oh Gott, da habe ich nichts von gehört und ich gehe sofort wieder raus, weil ich hier keine Ahnung habe, bleibt da, kein Problem. Wir nehmen euch alle mit und erklären euch, was das ist und wieso das auch im Business sehr, sehr sinnvoll ist. Dafür habe ich mir eigentlich zwei Gäste eingeladen. Und simsalabim haben wir hier die Irmi. Hallo Irmi Scheffel. Hallo. Und Simsalabim hat ein blöder Virus, diesmal nicht der Bekannte, den wir so hatten, uns die Jasmin weggezaubert. Und deswegen muss die Irmi jetzt alles übernehmen, was die Jasmin vorher in diesem Talk vielleicht übernommen hätte. Aber das schaffst du, oder? Als erfahrene Spielleiterin? Ja, doch, doch. Also ich weiß doch einiges, hoffe ich, auch über Pen and Paper. Und klar, es ist immer schön, als Team aufzutreten, aber das bin ich ganz zuversichtlich, dass wir zwei das auch hinkriegen. Ja, das sehe ich schon auch so. Und ich habe euch ja beide eben auch mitbekommen und ihr macht es ja auch beide sehr kompetent in Alleinregie zum Teil, wenn ihr größere Gruppen habt. Also insofern sehe ich da auch gar kein Problem. Von dieser Stelle, liebe Jasmin, vielleicht hörst du uns zu, vielleicht hast du die Chance. Wir wünschen dir auf jeden Fall alles, alles Gute. Gute Besserung. Ja, ein bisschen Zauber. Das ist doch ganz gut. Okay, ja, legen wir los. Ihr kennt meine wunderbare Metti-Einstiegsserie ja schon. Und natürlich wollte ich eigentlich würfeln, aber die Zahlen brachten hier gar nichts so weiter. Also habe ich die Storytelling-Würfel rausgegriffen. Und wir machen jetzt unsere Metti-Fragen mit Storytelling-Würfel, damit es wenigstens auch hier ein bisschen mehr Spiel hat. Okay, also, meine liebe Irmi, deine erste Frage. Moment, jetzt zeige ich dir, glaub, das Falsche. Hier, das schöne Gesicht, was sich freut. An meiner Stadt, in der ich lebe, liebe ich, und ich bitte dich, das zu vervollständigen. An meiner Stadt, in der ich lebe, die Berlin ist, liebe ich sehr viel und hasse sehr viel. Und das ist auch genau wieder das, was ich da dann liebe. Es ist einfach diese Absurdität von Berlin. So, ich kann um 4 Uhr morgens am Dienstag indisches Essen bestellen, aber meine Post kommt nicht an. Regelmäßig. Und das ist, was Berlin immer spannend macht, was einen auch immer auf den Füßen hält. Und das ist, was ich mit Abstand am meisten an Berlin mag. Gut, da wollen wir ein bisschen was über deine Superkraft wissen. Meine Superkraft, die ich im Business nutze, ist. Da habe ich mit Jasmin tatsächlich schon oft drüber geredet, wie was unsere Superkräfte sind. Und wir haben festgestellt, meine Superkraft ist Denken und Jasmins Superkraft ist Machen. Ich bin jemand, der alles plant, für alles drei Notfallpläne bereit hat und zerdenkt bis zum geht nicht mehr und dann aber leider oft so viel denkt, dass er nicht mehr zum Machen kommt. Und Jasmin ist da ein sehr guter Counterpart, weil die macht einfach. Und manchmal, wenn man Sachen einfach macht, klappen sie ja nicht, aber es ist kein Problem, weil dann bin ich da und habe ja schon drei Notfallpläne für alles erarbeitet. Genau, Das also passt doch das. zu heute. Genau. Genau, das ist meine und das sind unsere Superkräfte für unser Team. Und da wir ja über das Spielen reden, dann wäre meine letzte Metti-Frage. Mein liebstes Spiel, das ich spiele, ist.
Es ist, also allein das könnte jetzt ein Online-Salon füllen, bestimmt. Liebst du? Aber mit Sicherheit mein liebstes Spiel, das ich spiele, ist ein Videospiel aus der Legend of Zelda-Reihe, und zwar Breath of the Wild, was wahrscheinlich eine meistgenannte Antwort auf diese Frage ist. Aber das holt mich bei allem ab. Stundenlang rumlaufen in schönen Landschaften, ab und zu mal auf was draufhauen, Sachen sammeln und genau, sich da einfach wirklich drin verlieren können und auch nach mehreren hundert Spielstunden immer noch neue Sachen finden können. Da hatte ich jetzt auf jeden Fall lange Freude dran und werde wahrscheinlich auch noch lange Freude dran haben. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. So, jetzt holen wir wirklich mal die Leute ab, die hier uns zuhören, zuschauen und eben von diesem ganzen Thema gar noch nichts wissen. Und da wollen wir hier gerne mit dir drüber sprechen, für diejenigen, die eben noch gar nicht wissen, was Pen and Paper ist. Was ist es? Und zum Beispiel, wie grenzt man das auch gegen Dungeons and Dragons ab, falls das schon mal jemand gehört hat? Ja, Pen and Paper ist ein Spiel. Es ist ein kollaboratives Erzählspiel. Das ist so der ganz staubige Begriff dafür. Wir sagen immer gerne, es ist wie ein Hörbuch zum Mitmachen oder es ist wie ein Computerspiel ohne Computer, aber das trifft alles tatsächlich nicht ganz. Und worum es im Pen and Paper im Kern geht, ist, dass man zusammen ein Abenteuer erlebt, dass man zusammen eine Geschichte schreibt und spielt. Also jeder spielt sozusagen einen fiktiven Charakter, der sich durch eine fiktive Welt bewegt. Und es gibt dann immer den Spielleiter, oder in den meisten Systemen gibt es den Spielleiter, der sich alles so ein bisschen ausdenkt und steuert und praktisch sagt, was so passiert. Genau, und je nachdem, was die Spieler für Entscheidungen treffen und wie die Würfel fallen, weil die Würfel sind ein großes Element im Pen and Paper, um so ein bisschen Zufall reinzukriegen, entwickelt sich dann eine Geschichte daraus, deren Ausgang immer offen ist. Es kommt wirklich immer darauf an, was für Entscheidungen während des Spiels getroffen werden. Und genau, das ist ganz grob Pen and Paper. Es hat noch viele mehr Facetten. Und das bekannteste oder das meiste, was viele Leute schon mal gehört haben, das bekannteste Pen and Paper Rollenspiel ist eben Dungeons and Dragons. Es ist aber einfach nur eine Art, so wie Monopoly eine Art von Brettspiel ist, ist Dungeons and Dragons eben eine Art von Pen and Paper oder von Tabletop Role Playing Games, wie es dann ein bisschen internationaler heißt. Oder das jetzt höre ich dich nicht mehr, bin das ich? Nee, das war ich. Okay. sorry, ich lese nämlich gerade, dass auf der LinkedIn-Plattform da scheinbar Probleme sind. Ich sehe auch, dass das Video da hängt. Oh nein. Deswegen habe ich den Vorschlag, Leute, geht zu YouTube. Ich kann euch hier nur aus dem Ding, aus dem Studio direkt nicht dahin schreiben. Also wenn jemand den YouTube-Link vielleicht gerade findet, weil das ist in einem anderen System bei mir. Aber gut, ich kann es jetzt auch noch mal schnell zu LinkedIn rüberspringen. Und da dann schauen, dass wir euch mit reinholen. Die Menschen, die auf YouTube sind, könnt ihr mir bitte eine Rückmeldung geben oder auch auf Facebook, ob bei euch das Video läuft. Also ob das jetzt ein prinzipielles StreamYard-Problem ist oder ob das jetzt nur bei LinkedIn aus irgendeinem Grund ein Problem ist. Das wäre mal eine ganz coole Nummer, weil dann wüssten wir nämlich, ob das überhaupt hilft, wenn ich euch erzähle, hey, geht doch halt einfach auf die Plattform von YouTube. LinkedIn-User. Video läuft erst rein, super. Ich war nur eben kurz stumm. Ja, ich hatte mich stumm geschaltet, weil ich hier schnell geguckt habe. Video funktioniert, supi. Okay, und ich glaube, jemand hat auf LinkedIn freundlicherweise, vielen, vielen Dank, den YouTube-Link gepostet. Super, danke. Irmi, du hast es ja irgendwie schon so ein bisschen vorhergesagt. Es wird irgendwie noch zu mehr Notfallplänen kommen. Aber es ist ja alles Insofern. abgedeckt, ne? Also es ist Ja.
Deswegen streamen wir in diese verschiedenen Kanäle. Nein, eigentlich nicht, sondern eigentlich, um es euch einfach zu machen, damit wir euch dort abholen, wo ihr sowieso gerade eher anzutreffen seid. Und insofern, wenn ihr jetzt zu YouTube wechseln könnt, dann ist das schon mal ganz, ganz toll. Wenn ihr dann vielleicht da keine Fragen stellen wollt, ihr könnt die Fragen weiterhin auf LinkedIn stellen. Die kommen hier nämlich rein. Und ich beantworte euch die dann auch. Kein Problem. Insofern macht das ruhig, schaut auf YouTube. Wenn ihr euch da nicht anmelden möchtet, dann könnt ihr mir trotzdem uns hier ins Studio über LinkedIn eure Fragen reinschreiben unter dem Event. Super, haben wir das gelöst. Vielen, vielen Dank. Irmi, und wie spielt man das denn jetzt? Also du hast schon so ein paar Dinge angesprochen, Spielleitung und sonst irgendwas. Wie spielt man es denn? Also wenn jemand noch gar nicht weiß, was es ist, wie geht's los? Ja, also da gibt es auch verschiedenste Ansätze. Also das Tolle am Pen and Paper ist ja, dass es so vielseitig ist. Aber ich sage jetzt mal, das ganz klassische Pen and Paper, ne? Genau, geht meistens damit los, dass man sich auf ein System einigt, ne? Also wollen wir Dungeons and Dragons spielen? Wollen wir das Schwarze Auge spielen? Wollen wir Call of Cthulhu spielen? Glaube ich, hatten wir schon. Dann werden Charaktere erstellt. Jeder erstellt sich so ein bisschen seinen Charakter. Da geht schon mal drum, dass man natürlich was spielt, was einen selber interessiert, aber dass man vielleicht auch unterschiedliche Charaktere am Tisch hat, die unterschiedliche Sachen können und nicht fünf Zauberer, aber kein Krieger. Und dann kommt der erste Ork aus dem Wald und tötet alle. Genau, dann gibt es eben den Spielleiter, der sich am besten im Vorhinein ein bisschen überlegt, was los ist. Da gibt es auch verschiedenste Ansätze, wie viel vorbereitet werden muss. Es gibt auch für viele gängige Systeme fertige Abenteuer zu kaufen oder zu finden. Und genau, dann wird der Spielleiter oder die Spielleiterin die Szene beschreiben. Also zum Beispiel sagen, ja, ihr lauft jetzt durch den Wald mit euren Charakteren und bleiben wir bei dem Beispiel, da kommt jetzt ein Ork aus dem Wald und greift euch an oder kommt euch entgegen. Und dann kommt immer irgendwann die Frage, was wollt ihr jetzt tun? Und dann kann jeder Spielende am Tisch sozusagen sagen, mein Charakter möchte versuchen, nett mit dem Ork zu reden. Und dann wäre das zum Beispiel zum Punkt, wo man sagt, okay, dann machen wir jetzt mal eine Probe, wie gut das läuft. Und die Probe besteht dann immer aus einem Würfelwurf und dann werden noch je nach System verschiedene Fertigkeiten drauf gerechnet. Zum Beispiel, na, also so ein charismatischer Barde kann vielleicht ein bisschen besser reden, deswegen wird dann eine höhere Zahl drauf gerechnet. Aber durch den Würfelwurf ist es natürlich ein bisschen zufällig, was passiert und es kann dann eben sein, dass diese Probe gelingt oder nicht gelingt und wenn sie gelingt, zum Beispiel in dem Fall, dann würde der Ork sich vielleicht auf das Gespräch einlassen und nicht angreifen. Und wenn sie nicht gelingt oder wenn sie besonders, besonders, besonders schlecht absolviert wird, dann wird der Ork vielleicht noch wütender und greift sofort an. Noch Und wütender. dann, genau, ein anderer Charakter kann zum Beispiel sagen, ich glaube, ich laufe weg. Oder ich stelle mich tot. Oder ich greife auch sofort an. Ne? Also das ist so ein bisschen. Und so bewegt man sich dann durch dieses Spiel durch. Das passieren dann Sachen. Es wird eben diese Geschichte zusammen erzählt. Und ganz, ganz grob war es das dann auch schon. Also auch ein sehr agiles Prinzip letztlich. Es wird unheimlich viel gesprochen, es wird ausprobiert, es kommt natürlich der Zufall mit rein, das ist halt die Würfelgeschichte. Ansonsten wäre es ja auch ein bisschen langweilig und das Leben ist ja auch oft so, dass es irgendwelche Zufälle reinbringt, wie wir ja heute auch wieder schön erlebt haben. Genau, nee, sehr agil. Ist absolut so gedacht, dass natürlich jeder mitmacht, ne? Also auch die Spielenden am Tisch haben genauso viel Kontrolle über die Story wie der Spielleiter oder die Okay. Spielleiterin. Auch wenn es manchmal nicht so ausschaut Ich oder wollte auch gerade wenn sagen, ich habe da auch so andere Erlebnisse. Ja, wenn, ja, das hört man manchmal von seinen SpielerInnen, die sagen so, das ist absichtlich. Und nee, ich habe gar nichts gemacht. Ich habe da keinen Einfluss drauf. Nee, genau, aber das ist klar, jeder soll mitmachen, jeder soll die Geschichte miterzählen und
man ist ja auch als Party unterwegs, ne? Man ist ja auch als Team unterwegs und zwischenmenschliche Beziehungen sind auch ein großes Thema beim Pen and Paper. Also sowohl zwischen den Spielenden als auch zwischen den Charakteren. Wie kommt es denn eigentlich zu eurem Namen? Das könnten wir vielleicht auch mal für einige auflösen. Warum heißt ihr 12 for Hire und wie habt ihr euch eigentlich gefunden? Wir heißen 12 for Hire aus exakt dieser Spielmechanik des Probenablegens. Ne? Also das ist ein Satz, den man oft hört beim Pen and Paper, dass man sagt, okay, mach jetzt mal eine Probe, um zu gucken, wie gut du diesen Ork überredest. Und damit die Probe gelingt, muss die Gesamtzahl, die du erwürfelst und dann errechnest, 12 oder höher sein. Und dann ist es also, und genau, in unserem System, das wir hauptsächlich spielen, beziehungsweise das wir auch für viele von unseren Events eben entworfen haben, ist 12 der Schwellenwert. Und daher kommt dieser Name, 12 for Hire. Und gefunden haben wir uns über Umwege, würde ich sagen, beim Sport. Wir haben uns tatsächlich beim Sport kennengelernt und sind dann irgendwie draufgekommen, weil Jasmin gemeint hat, ja, sie spielt Pen and Paper. Und ich so, oh, das wollte ich schon immer machen. Das war noch vor Jahren. Ich sagte, ich habe da schon so viel von gehört und ich habe noch nie Leute gefunden, die das machen. Und dann hat sie gemeint, naja, ich überlege eh eine neue Gruppe aufzumachen. Und genau, das hat sie dann gemacht. Jasmin hat geleitet, ich habe gespielt in der Gruppe. Und das lange, also viele Pen and Paper Gruppen zerfallen leider meistens aus Termingründen. Das ist die größte Krux von Pen and Paper, ist ein Termin für 5 bis 6 Erwachsene zu finden, der regelmäßig stattfindet. Aber wir haben lange, lange zusammen gespielt und genau, dann hat Jasmin ihre Tochter bekommen und hatte aber gerade, wir waren so ein bisschen in der Endphase von einer wirklich sehr langen Kampagne, also so eine jahrelange Kampagne und die ging zu Ende. Und dann hat Jasmin gesagt, du, wenn ich dieses Kind habe, ich weiß nicht, wie ich die leiten soll, wie ich die Vorbereitung treffen ma machen soll. Dann habe ich gemeint, kein Problem, übernehme ich. Und dann haben wir uns da zusammen rangesetzt, also noch vor der Geburt sozusagen, haben wir uns da zusammen rangesetzt, haben, sie hat mir praktisch alles übergeholfen, was sie sich so überlegt hatte, und dann habe ich das so peu à peu übernommen. Und da haben wir festgestellt, dass wir als Team sehr, sehr gut arbeiten, also sowohl auf einer kreativen Ebene, dass wir die gleichen oder ähnliche Geschichten erzählen wollen, aber auch im Sinne von, was mache ich gerne, was macht sie gerne? Oh, das ist super komplementär, ne? Cool. Und genau, haben wir eben da festgestellt, dass das super viel Spaß gemacht hat und richtig gut funktioniert hat. Und ja, dann ist da erstmal ein paar Jahre gar nichts passiert und wir haben immer wieder darüber geredet, man sollte das doch beruflich machen und das würde sich doch so super gut eignen für Teambuilding und für Coaching. Und irgendwann kam dann so ein bisschen eins zum anderen und wir haben gegründet, Super. um eine längere Geschichte ein bisschen abzukürzen. Und okay, warum und wie spielt ihr denn dann auch Pen and Paper im Business? Da gibt es ja Ja, keine also Drachen natürlich sehr oder anders als Orks normalerweise. natürlich sehr anders als privat, muss man ganz klar sagen. Es ist auch Pen and Paper Format, was wir machen. Ne? Also es hat all die wichtigen Eigenschaften, aber wie gesagt, so eine Pen and Paper Kampagne läuft gerne über Jahre. Wir können natürlich nicht sagen, ja, wir machen richtig gutes Teambuilding mit euch, wenn ihr 3 Jahre Zeit habt. Nee, aber genau, Super. worauf wir so ein bisschen runterbrechen, ist im Endeffekt 3 Phasen. Die erste ist immer das Team kennenlernen oder eine Person, die fürs Team verantwortlich ist, kennenlernen oder irgendjemanden aus diesem Team kennenlernen und zu gucken, warum wollen die das machen, ne? Also wollen die einfach, suchen die nach einem coolen Team-Event und wollen einfach zusammen Spaß haben und haben keinen Bock, schon wieder Kanu fahren zu gehen. Dann machen wir das gerne. Oder sagen die, ah, bei uns, ach, es hapert irgendwie an der Kommunikation oder wir arbeiten einfach nicht so gut zusammen. Na, also so ein bisschen, da geht es darum, so ein bisschen rauszufinden,
Was ist das Ziel oder was erhoffen sich Leute von diesem Pen and Paper Event? Und auch für uns zu gucken, was sind das für Leute, ne? Also brauchen die, ja, weiß nicht, brauchen die im Endeffekt einfach einen Kommunikations Workshop, ist das was, das ist, ne, Sie haben Pen and Paper prädestiniert dafür. Ganz oft kriegen wir irgendwie Anfragen zu Führungsstilen. Da geht es dann darum zu gucken, ne, wie ist der Führungsstil? Also kommt von beiden Seiten so, weil manche Leute sagen auch, ich komme mit meinem Chef nicht klar, aber ich weiß nicht warum. Und genau, also Und im das kann ersten. man dann in einem Rollenspiel bei mit Pen und Paper herausfinden. Das, ja. Okay. Das ist, nee, tatsächlich deswegen haben wir auch immer gesagt, dass es so prädestiniert ist dafür, diese Dynamiken, die sich in einem Team bilden, die bilden sich in der Pen-and-Paper-Runde auch. Na, gerade weil so eine Abenteuertruppe eben aus verschiedenen Charakteren nicht bestehen muss, aber im Idealfall besteht. Und das ist ja in einem Team nicht anders. Ne? Jeder bringt ja seine eigenen Stärken mit, jeder bringt seine eigenen Präferenzen mit, wie er gerne arbeitet, wie er gern Pläne macht, wie er gerne möchte, dass kommuniziert wird. Und solche Sachen kommen in der Pen-and-Paper-Runde raus. Der Unterschied ist, dass man ja eine andere Person spielt. Man spielt sich aber immer irgendwo ein bisschen selber. Also gerade Leute, die nicht super im Rollenspiel drin sind. Irgendwann kommst du an einem Punkt und die Events dauern meistens so 3 Stunden und über 3 Stunden merkst du, dass die Leute wieder zurückfallen in ihr eigenes Ding und diese Dynamiken kommen raus. Also die Und das spielen auch Schöne. wirklich ein Abenteuer und sie spielen dann auch tatsächlich Magier oder Kriegerin oder sonst irgendwas. Also das, okay, ah, ich hätte Genau, gedacht, vielleicht also. hast du das auch auf ein Business-Setting noch umgemünzt, das ganze Abenteuer. Nee, könnte man natürlich auf alle Fälle, wenn das gewünscht ist, aber die Idee hinter allem ist ja schon diese Abstraktion. Okay. Ne? Also es geht darum, eben mal rauszukommen, auch aus irgendwie festgefahrenen Verhaltensmustern, erstmal rauszukommen, wo komplett anders hinzugehen, eine komplett andere Person zu sein und dann zu gucken, was sind die Probleme, die immer noch vorhanden sind oder welche Muster wiederholen sich? Und durch diese Abstraktion fällt es den Leuten auch viel einfacher zu reflektieren. Und das ist dann auch was wir mit ihnen machen. Wir haben eben diese Konzeptionsphase, dann haben wir das eigentliche Spiel und dann hängen wir immer noch eine Retrospektive dran, wo wir sagen, wir haben jetzt das und das während dem Spiel beobachtet. Sachen, die vielleicht besser funktioniert haben als normalerweise, welche Probleme sind wieder aufgetreten, ne? Und das Schöne ist aber, dass man wen anders gespielt hat, kann man sagen, ich fand das super bescheuert, was Maximilian gemacht hat. Das ist ein gutes Beispiel, weil Maximilian ein echter Name sein könnte. Ich fand das super bescheuert, was Bollo gemacht hat, aber man ist ja selber nicht Bollo, sondern man hat ja Bollo nur gespielt. Und dadurch wird einfach ganz, ganz viel von diesen mit dem Finger auf jemanden zeigen und ganz viel von der Aggressivität aus dem Konflikt rausgenommen. Und die Leute gehen ein bisschen, also ja, man fühlt sich einfach nicht mehr so persönlich angegriffen und dann ist man ja auch viel offener und viel bereiter darüber, über Konflikte zu reden. Und am Ende kann ja auch immer noch der Würfel schuld gewesen sein, ne? Generell ist entweder der Würfel oder der Spielleiter schuld. Das Den haben wir ja ist. auch noch. Wie würdest du sagen, es ist jetzt eigentlich mehr oder weniger, also es ist schon doch mehr als nur eine frischere Bezeichnung für Rollenspiele, wo ich mir vorstellen kann, dass sich in vielen Unternehmen manche Mitarbeiterinnen dann schon sagen, oh, na, geh mir weg damit. Ja, so die klassischen Rollenspiele in Unternehmen sind ja so, wir simulieren jetzt hier mal ein Bewerbungsgespräch oder ein Feedbackgespräch, ne? Und da gucken jetzt die an ganzen anderen Kollegen am besten auch noch zu und
eine ganz furchtbare. Also ich glaube, das hat noch nie jemandem Spaß gemacht, wenn ich ehrlich bin. Ich habe noch nie jemanden getroffen, der gesagt hat, boah, heute habe ich wieder so ein Rollenspiel, wo ich ein Feedback-Gespräch simuliere. Da freue ich mich schon. Nee, aber es ist genau das. So, man macht was, was man sowieso immer macht. Man macht es irgendwie als sich selber. Ne? Also ja, klar, vielleicht spiele ich meine Mitarbeiterin, mein Kollegen Peter, aber im Endeffekt gibt es zwischen Peter und mir keinen Unterschied. Nee, also es ist auf alle Fälle sehr, sehr, sehr viel mehr als dieses Rollenspiel, was man bis jetzt aus dem Business-Setting so kennt. Also das klingt ja jetzt schon nicht so, als wenn du jetzt sagst, hey, ich habe hier mein typisches Abenteuer und meine typischen Spielfiguren und die Charakterbögen dafür und dann geht's los, sondern ihr habt schon einen gewissen Aufwand, auch wenn ihr das für die Firmen dann umsetzt, richtig? Ja, klar. Also da haben wir natürlich auch verschiedene Modelle. Je nachdem, wie weit die Teams, ich sag mal, reingehen wollen. Also je nachdem, wie spezifisch deren Anforderungen sind, desto mehr müssen wir natürlich vorbereiten. Wenn die sagen, wir wollen einfach nur einen Abend Spaß haben, zusammen Pizza essen, Bier trinken und dabei Pen and Paper spielen, dann können wir sagen, okay, wir haben 20 verschiedene Abenteuer, die wir so oder so ähnlich schon mal gespielt haben, da. Wollt ihr eins von denen haben oder sollen wir euch ein neues schreiben? Ist natürlich mit viel Aufwand verbunden, aber ja, also generell sowohl privat als auch beruflich ist Vorbereitung von einem Pen and Paper immer super viel Arbeit, weil es auch so offen ist, ne? Also es ist ja nicht so, dass du ein Buch schreibst. Buch schreiben ist ja auch viel Arbeit. Aber es ist ja nicht so, dass du ein Buch schreibst und dann sagst, in Kapitel 5, ah, jetzt das in Kapitel 2 passt doch nicht mehr, sondern der Drops ist gelutscht, sage ich mal. Also es ist, sobald es passiert ist, ist es passiert. Und wenn deine Spieler, was normalerweise nach 5 Minuten passiert, wenn deine SpielerInnen links abbiegen, wo du dachtest, die gehen jetzt nach oben, dann muss das Abenteuer so konzipiert sein, dass das kein Problem ist. Ne? Also man muss da sehr modular planen und man kann sich auf nichts verlassen. nee, genau, und deswegen, klar, ist immer viel Arbeit. Und dann natürlich noch, wenn jetzt ein Team ankommt und sagt, ja, wir würden gerne an unserer Kommunikation arbeiten, dann setzen wir uns natürlich hin und überlegen, okay, was für eine Story schreiben wir oder was für eine Story werden wir entwickeln, um genau diese Punkte, die wir jetzt aus dieser Konzeptionsphase auch mitbekommen haben oder die uns mitgegeben wurden, wie binden wir die gut ein? Wie setzen wir die gut um, damit wir auch Szenen herbeiführen können, wo diese Konflikte oder diese Punkte eben zur Sprache kommen, damit wir in der Retro sagen können, guck mal, also hier war doch jetzt eine Situation, die ist doch ähnlich zu dem und da ist es jetzt so gelaufen und normalerweise läuft es so. Nee, aber das, genau, Pen and Paper ist immer einzigartig, also es wurde einfach noch nie eine identische Pen and Paper Runde gespielt, selbst wenn die Leute, selbst wenn zwei Gruppen das gleiche vorgefertigte Abenteuer spielen, es kommt nie selber bei raus, es geht einfach nicht und das ist ja das Tolle dran, ne? Das ist ja das Schöne und das Bringt ist ja auch ihr das, was wir weitertragen wollen. da auch Verkleidungen mit oder irgendwas? Also, oder gebt ihr dem Raum noch eine gewisse Szenerie oder wie macht ihr das? Das ist eine sehr häufige Frage. Was zieht ihr dabei an? Das nee, normalerweise machen wir das nicht. Wir haben bis jetzt aber auch immer live gespielt, wo das natürlich einfach nicht geht. Ne? Und die Spielenden wissen ja vorher nicht, was sie für einen Charakter spielen werden. Deswegen können die sich da auch nichts zurechtlegen. Wenn wir jetzt wieder Corona, so Corona will, ins Live-Spiel gehen, dann ist es natürlich eine Option, kleine Sachen mitzunehmen. Ne? Einfach so eine kleine, das hilft super viel. Oder natürlich den Raum irgendwie ein bisschen Atmosphäre, Musik einfach schon. Das Das ist stimmt, nicht ja. gut machbar, leider, in den gängigen Videokonferenz-Tools da gut Musik einzublenden. Aber das macht unfassbar viel natürlich. Und da freuen wir uns auch schon sehr drauf, wenn wir da wieder ein bisschen mehr Atmosphäre einfach von vornherein schaffen können. Und dann noch mal ein bisschen mehr in die Immersion reingehen.
Jetzt hast du ja in der Firma mehr oder weniger Menschen in deiner Gruppe, die halt zu einer Firma gehören und dadurch natürlich eine kleine Homogenität aufweisen. Wenn wir jetzt mal in Richtung unserer Branche gucken, der Coworking Spaces. Und wir Coworking Hosts sind immer auf der Suche auch nach spannenden Eventformaten für unsere Community, um sich halt besser kennenzulernen, um sich vielleicht auch zusammenzuschweißen durch so eine Challenge. Was hast du das auch schon mal im Coworking-Umfeld gespielt oder würdest du das auch gut finden, da halt mit wirklich Leuten zu spielen, die aus verschiedenen Unternehmen oder eben auch einzelselbstständig sind? Ich glaube, das ist eine super Sache. Wir haben das, also ich habe das noch nie gemacht. Aber eigentlich ist Pen and Paper für genau sowas prädestiniert, weil das ist auch ein ganz irrer Effekt von Pen and Paper, den die Leute immer nicht glauben, wenn sie es noch nie gemacht haben. Aber es wie sehr das zusammenschweißt, so ein Abenteuer zusammen zu erleben. Ne? Es ist so, ich habe Bekannte, mit denen wäre ich nicht unbedingt befreundet, aber wir sind super eng miteinander, einfach weil wir so lange zusammen Pen and Paper gespielt haben und weil wir so viel zusammen durchgemacht haben, ne? Und es ist so, man sitzt ja an sich nur am Tisch und erzählt sich was, aber es gibt in meinem Leben keine größeren Adrenalinschübe, wie wenn jetzt jemand irgendwie würfelt und von diesem Würfelwurf jetzt abhängt, ob irgendein Charakter stirbt oder ob wir es jetzt schaffen, den Drachen zu besiegen. Und dann wirklich, die Leute stehen auf am Tisch, die stehen auf und gucken und es ist absolute Stille, du hörst eine Stecknadel fallen. Und diese Emotion, na, die ist ja echt, auch wenn Pen and Paper fiktiv ist, aber diese Emotion ist ja echt und die nimmst du mit. Und ich glaube, gerade in einem Coworking Space oder für Selbstständige, die ja oft, na, also für EinzelunternehmerInnen, die ja oft alleine arbeiten, glaube ich, ist das eine super Sache, zu sagen, nach der Arbeit, lass uns hinsetzen, lass uns zusammen was essen und Pen and Paper spielen und zusammen was erleben. Jetzt hast du es schon selber erwähnt, es gab diese unselige Pandemie oder gibt es sie ja leider zum Teil immer noch. Und du hast ja auf dem Netzwerkbooster im April auch eine Session angeboten auf unserem Bereich der Spielwiese, die wir dieses Jahr zum ersten Mal gemacht haben. Das ist ein Event von der Ute Blindert, hallo, den ich sehr, sehr gerne immer jedes Jahr mit ihr vorbereite und wir uns viele Dinge überlegen und so zum Beispiel dieses Jahr eine einstündige nur Abenteuerspielreise mit ins Programm genommen haben. Wie ist es dann anders und was habt ihr da adaptiert für das Online-Spielen? Ging das einfach? Ja, eine Stunde ist natürlich extrem wenig, ne? Also das war für uns, das war eine Herausforderung, auf die wir unfassbar viel Lust hatten, weil wir gesagt haben, das wäre richtig cool, wenn wir das hinkriegen. Und im Endeffekt, klar, eine Stunde, da ging es darum, dass die Leute sich ein bisschen kennenlernen, ne? Dass die halt was zusammen machen, was man normalerweise nicht miteinander macht. Was wir bei sowas dann gerne machen, ist, dass sich mehrere Leute einen Charakter teilen. Also die erstellen am Anfang zusammen einen Charakter. Und da war zum Beispiel der Ansatz, dass jeder Spielende sich überlegt, mit was für einem Gegenstand seine oder ihre Freunde ihn ja, verbinden würden. Na, also bei mir wäre das, glaube ich, ganz klassisch die Brille wahrscheinlich. Stimmt. oder na, aber es gibt ja so Gegenstände, die sieht man und man weiß, ah ja, die hat immer, der und der hat die immer dabei oder bla bla bla. Und dann erzählen die das. Das ist dann auch ein Gegenstand, den der Charakter dabei hat. Und dann erzählt man das und dann wird ja oft nachgefragt, ach lustig, warum ist denn das jetzt eine Bratpfanne? Na, also hatten wir jemanden mit einer Bratpfanne. Oder na, ist halt so, ja, bei mir ist ein Tennisschläger und dann hat man da praktisch schon so ein erstes kleines Kennenlernen und man schafft eben diesen Charakter zusammen. Und dann haben wir da eine ganz kleine Szene gespielt, wo es im Endeffekt darum ging, einen Diamanten zu finden und wohlbehalten zurückzubringen. Und ja, das war super spannend. Also wie gesagt, auch für uns, es ist immer wieder
schön zu sehen, wie die Leute, die noch nie Pen and Paper gespielt haben, wie bei denen, wie bei manchen einfach so ein Schalter umgelegt werden. Zum Beispiel auch bei Ute. Ute hat ihre absolute kriminelle Ader entdeckt. Die hat alles im Darknet gesucht und nee, ist einfach immer wieder irre und schön und belohnend zu sehen, wie Leute da zusammenkommen, Sachen über sich entdecken und über andere entdecken und dass das auch in der Stunde geht. Es ist natürlich, es ist kurz, aber es ist machbar, haben wir jetzt herausgefunden. Und naja, also online funktioniert, offline funktioniert, gibt es auch Hybrid. Und wenn du die Wahl hast, was würdest du auf jeden Fall immer machen? Es gibt alles, genau. Es gibt also Hybrid ist jetzt auch mehr gekommen. Also für diejenigen, die jetzt nicht wissen, was wir damit meinen, das bedeutet, dass ein Teil der Spielenden dann online spielen mit der Gruppe und ein Teil der Gruppe aber zusammen in einem Raum sitzt. Genau, also das ist, wenn man jetzt mal, die Technik muss natürlich funktionieren, na, alle müssen sich gut hören. Das, glaube ich, kennt jeder mittlerweile aus hybriden Meetings, dass es meistens nervig ist, wenn man derjenige ist, der remote zugeschaltet ist. Und dann gibt es ein Tischmikro und das ist in der Mitte vom Tisch und du verstehst eigentlich niemanden, der redet und musst die ganze Zeit nachfragen. So, sowas muss natürlich einfach irgendwie geklärt werden. Ich persönlich würde immer offline bevorzugen, weil Pen and Paper, also privat auch, aber auch im Business ist eigentlich kein Unterschied. Der soziale Aspekt ist einfach ein unfassbarer Teil davon. Man trifft sich mit seinen Freunden oder man trifft sich mit einem Team und man ist Teil davon, ne? Und es ist, also ich meine, das brauche ich jetzt keinem nach 2 Jahren Quarantäne und Social Distancing mehr erklären. Das ist, man kann skypen, wie man möchte, aber es ersetzt keinen menschlichen Kontakt. Und so ist es im Pen and Paper im Endeffekt auch. Es geht online sehr gut. Es geht viel besser, als ich vor der Pandemie gedacht hätte. Und es war super, dass es funktioniert hat währenddessen. Und natürlich hat online die Vorteile, wie zum Beispiel einer aus der Gruppe zieht um. Dann, na, was machst du? Du sagst, okay, du spielst ohne die Person weiter oder du löst die Gruppe auf, du machst eine neue, na, 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 oder du spielst einfach digital. Ist natürlich super, dass das funktioniert. Ja, hat alles Vor- und Nachteile. Es gibt eine Menge Plattformen, die explizit auf Pen and Paper ausgelegt sind. Die haben dann auch Features, die da ein bisschen besser für funktionieren und da kann man dann vielleicht auch irgendwelche Karten reinladen oder sonstige Gimmicks. Da gibt es dann digitale Würfel. Oder man kann seine Proben einfach direkt berechnen lassen, weil manche Leute das auch nicht mögen, wenn dann irgendwie 5000 Zahlen und das steht alles irgendwo und man verliert den Überblick. Ja, also natürlich wie immer, jeder wie er will. Ich persönlich freue mich wirklich, wenn die Online-Runden weniger werden und die Offline-Runden wieder ein bisschen mehr. Aber ich glaube, das ist ja einfach das generelle Gefühl gerade, dass man sich wieder ein bisschen mehr auf Offline-Leben freut. Ja, auf jeden Fall. Fällt dir eigentlich so eine besondere Situation aus? Nicht aus, sondern ein, die irgendwie so besonders, also gerade jetzt im Business-Kontext, nochmal so eine, dir nochmal gezeigt hat, wie richtig das auch war, es von diesem mehr privaten Bereich in das Geschäftliche zu übertragen. Oder gesagt hast, so, es war so ein Aha-Moment, so, ja, das ist hier so richtig. Ja, oh, wo fange ich denn da an? Ich Oh, glaube, nach aller gleich mehrere. 3 Stunden hast du gesagt. Nee, nee. Ich glaube, im allerersten, es war das allererste Event, das wir jemals gemacht haben. Das war für die Femtech. Das ist ein Karriereförderungsprogramm für Frauen im MINT-Bereich. Und das ist auch, da geht es auch ums Kennenlernen, ne? Also das ist eine ganz große Gruppe und die haben dann zum Auftakt dieser
School, die sie da durchlaufen, haben die eben so ein Kennenlernen-Event und das waren wir. Und da haben tatsächlich zwei von den Charakteren am Ende geheiratet. Das hat sich, wir haben da 3 Stunden gespielt und dann haben die gesagt so, ja, nee, also unsere Charaktere haben festgestellt, die mögen sich und wir heiraten jetzt. Und das war einfach so ein berührender Moment. Das war so ein, okay, also wir sind jetzt so tief eingestiegen. So, es ist so, ihr habt den bösen Zauberer besiegt und die Welt gerettet und ne, das ist so, da hat sich jetzt so was Zwischenmenschliches draus ergeben. Ja, für immer werden die Spielerinnen dieser Charaktere jetzt sagen, ach, weißt du noch, als wir damals geheiratet haben. Und das war wirklich das allererste Event, das wir gemacht haben. Und das war so ein, wo ich auch wirklich gemerkt habe, so, okay, es funktioniert genau, es ist genau das, was ich am Pen and Paper liebe, ist solche Momente zusammen zu erleben und sich so auf diese Charaktere einzulassen. Und das wird so real. Also, wie ich ja auch vorhin schon gemeint habe, diese Emotionen, ne, sind so real, die du da hast. Und du kannst einfach Sachen erleben mit Leuten, die sonst nie so passiert wären. Und genau dieses für mich wirklich Kernstück des Pen and Papers an andere, und zwar möglichst viele Leute, weitergeben zu können. Das ist, also das war für mich wirklich so ein Moment, wo ich mir dachte, okay, das ist es jetzt. Das, so das Letzte, das funktioniert. Und ich meine, es ist ja auch sehr viel so Zufälligkeit dann drin. Also hast du auch schon mal erlebt, dass ein Spiel dann richtig schief gegangen ist oder dass es eben gerade im Business-Kontext vielleicht Menschen sich haben auch nicht in das Spiel oder in ihre Rolle fallen gelassen haben? Ja, also ich sag mal, Pen and Paper ist speziell in dem Sinne, dass es für viele Leute sehr fremdartig ist, ne? Also ich vergleiche es immer gern wenn wir jetzt als Team-Event bowlen gehen würden, ne, zum Bowling. Ich hasse Bowling, wie die Pest. Also da kannst du mich jagen damit. Aber ich weiß, was da passiert. Ich gehe da mit, ich schieb da meine Kugel vor und freue mich, wenn ich was treffe. Andere Leute werden sagen, Bowling, super. Es macht richtig Spaß. Ich ziehe richtig gerne diese abgeranzten Schuhe an und versuche diese schweren Kugeln da irgendwie vorzukriegen. Das ist die Erfüllung all meiner Träume. Und dann hast du ein Team-Event, ne? Leute machen mit und manche Leute haben mehr Spaß als andere. Und beim Pen Paper ist es genauso. Manche Leute haben da mehr Spaß als andere. Das Problem ist, dass die meisten Leute vorher nicht wissen, was es ist und deswegen eine größere Skepsis haben, ne? Oder sich dann denken, oh, viele werden auch sehr oft gefragt, so, aber ich kann gar nicht schauspielern. Kann ich das trotzdem machen? Ja, jeder kann es machen. Man muss nichts dafür können. Es gibt keine Voraussetzungen für Pen and Paper, aber die Leute sind da oft so, na, man einfach dadurch, dass man nicht weiß, was es ist. Also wir versuchen da auch immer gut Pionierarbeit zu leisten. Klar, manchen Leuten macht es keinen Spaß. Das ist ganz normal. Und es ist beim Pen and Paper ein größeres Problem, weil es eine größere Auswirkungen auf die Gruppe hat. Ne? Beim Bowlen, wenn einer sagt, naja, ich habe jetzt keine Lust, das ist für die anderen egal, aber beim Pen and Paper, wenn du jemanden am Tisch sitzen hast und der hat einfach offensichtlich keinen Bock, dann muss man das irgendwie deichseln. Ne? Also entweder sagen so, hey, na, also das ist dann auch ein bisschen, also wenn wir jetzt ein Event machen, ist das natürlich unser Job, zu versuchen, die irgendwie mit einzubinden. Aber manche Leute wollen nicht. Und da greift dann einfach der altbekannte Satz so, du kannst ein Kamel zum Wasser führen, aber du kannst es nicht zum Saufen zwingen. Nee, und Manchmal klar, hilft das. es dann als Spielleitungs Sidekick mit reinzubinden, ne? Also dass man halt sagt, ja, okay, du musst halt nicht mitspielen, du kannst mir halt einfach helfen, ein paar Sachen zu beschreiben oder dies und jenes zu machen, ne? Dann fehlt zwar ein Charakter,
Aber das Interessante ist ja, also aus den alten Rollenspielen kann ich das noch so erzählen. Und manchmal hast du halt jemanden, der sagt, oh, wie doof ist das bitte? Und wenn sie dann aber da drin diese Macht haben, ne, als Spielleitung, Sidekick, dann ist es nämlich auch nochmal was ganz anderes, ne? Aber manche tatsächlich auch nicht mit dieser der Situation klarkommen, der Spielball des Spielleitung zu sein. Insofern Ja, ist das auf schon alle mal. Fälle. Das ist ein super interessanter Ansatz, über den ich so noch nie nachgedacht habe, weil normalerweise ist man als Spielleitung sehr vorsichtig mit seiner Vorbereitung. Man ist da, na, man sitzt da drauf wie so ein Drache auf dem Gold und sagt, das ist. Nee, aber das. Klar, also wenn jemand gar nicht will oder auch wenn jemand sagt, ich fühle mich einfach unwohl beim Rollenspiel, na, das kann ja auch sein. Sagst du, ich weiß auch noch die ersten paar Mal, als ich gespielt habe, da ist mir wirklich irgendwann aufgegangen, ich sitze hier als erwachsene Frau mit anderen erwachsenen Menschen um den Tisch und wir erzählen uns, was Elfen und Zwerge und na, was. Und dann da kommt so kurz dieser Moment, wo du dir denkst, also irgendwie komme ich mir jetzt ein bisschen blöd vor. Und dann kommt sie, also das war bei mir tatsächlich am Anfang so, ich habe mich nicht, ja, ich weiß nicht, ich konnte es nicht wirklich ablegen. Es hat sich dann super schnell gelegt. Da gibt es auch ein paar ganz einfache Tricks, wie man jemanden so ein bisschen, ne, zum Rollenspiel bringt. Oder wie man rausfindet, ganz oft geht es ja einfach nur darum, rauszufinden, was die Person will. Oder was, wie dieser Person das Spielen jetzt Spaß machen könnte. Und dann geht das meistens schon. Also, klar kann immer passieren, dass du jemanden am Tisch hast, der dann sagt, nee, ich vermiese es jetzt auch allen anderen. Aber da muss man dann als Spielleitung einfach auch mal ein Machtwort sprechen und sagen, Das ist bei mir am klar. Tisch aber nicht. Hast du das schon mal erlebt, tatsächlich? Nee. Okay. Also im privaten Umfeld hatte ich das schon mal, aber ich denke, Business ist es dann doch noch mal eine bisschen andere Geschichte, ne? Es ist eine andere Geschichte. Es sind ja auch deine Kunden. Das sind nicht meine Freunde, zu denen ich sagen kann, Leute, wir reißen uns jetzt bitte mal am Riemen. Ne? Sondern klar, es ist eine Businessbeziehung und natürlich spielen wir und natürlich ist das eine lockere, im besten Fall spaßige Atmosphäre oder eine gruselige Atmosphäre oder eine spannende Atmosphäre oder was auch immer sich gewünscht wurde. Aber klar, das ist natürlich was anderes als so privat. Jetzt wurde ich hier noch gefragt, ob wir nicht das Ganze mit dem Zoom-Link machen könnten. Leute, wir sind nicht im Zoom. Das ist StreamYard. Deshalb sieht es auch ein bisschen anders aus als bei Zoom. Deswegen, wir sind da dran jetzt geklettet, in Anführungszeichen, dass wir hier im Studio sind und auf Facebook und auf YouTube auf jeden Fall die Connection gut ist. LinkedIn hat sich gar nicht mehr berappelt. Ich habe jetzt aber auch noch mal kurz den Chat im LinkedIn durchgecheckt und da waren jetzt keine inhaltlichen Fragen mehr. Es waren im Vorfeld ja schon ein paar Fragen, die ja freundlicherweise die Jasmin schon beantwortet hatte auch. Dann habe ich hier noch gelesen, für unser Gehirn macht es vom Erleben kaum einen Unterschied, ob es echt oder fiktiv ist. Das sind halt die Spiegelneuronen, die auf jeden Fall aktiviert werden, auch wenn wir ein fiktives Abenteuer erleben und insofern halt auch die gleichen Prozesse stattfinden, als wenn es ein tatsächliches Erleben wäre. Und natürlich, das steht jetzt hier gar nicht dabei, das Oxytocin, das Beziehungshormon, wird natürlich auch ausgeliefert. Und insofern, das ist ja auch etwas, was auf jeden Fall dann Beziehungen auch nachhaltiger macht und verstärkt. Und lustig, es passiert auch online. Insofern ist das schön, dass unser Gehirn auch da Oxytocin produziert und uns damit halt den anderen eine Verbundenheit erstellen lässt. Habt ihr noch Fragen ansonsten, ihr Lieben? Ich sehe nämlich hier sonst, leider kommt von dem LinkedIn hier ist in das Studio nicht mehr rein. Da ist die Connection total verloren. Ist jetzt auch das erste Mal. Ist immer hakelig, überhaupt reinzukommen. Aber dass es jetzt zwischendrin dann abreißt, das hatte ich jetzt auch noch nicht. Und
Und von der YouTuber kriege ich jetzt auch keine Fragen in dem Sinne. Irgendwie lauschen sie alle ganz gebannt und möchten wahrscheinlich am liebsten direkt einen kleinen Charakterbogen ausfüllen und die Würfel knallen lassen. Insofern, ja, ich habe natürlich auch gesagt, Mensch, können wir vielleicht, ich mache einen Online-Spieleabend immer mal wieder. Und da hatten wir schon ein paar Mal überlegt, ob wir vielleicht auch einen Pen-and-Paper-Abend machen. Ist aber immer die Frage, weil wir das abends dann nach dem Arbeiten machen. Da gibt es dann schon nochmal die Frage, ob, wie lange man durchhält. Und eine Person meinte, unter 3 Stunden geht gar nichts. Und insofern dachte ich mir, super, die haben es ja auch geschafft, für den Netzwerkbooster das Ganze in 1 Stunde zu packen. Insofern würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn wir das schaffen, wenn euer Kalender sich wieder ein bisschen lüftet und wir Ja. September oder Oktober einen Online-Spieleabend machen können, vielleicht dann in 1,5 oder 2 Stunden, um halt dann tatsächlich auch ein bisschen einzutauchen. Also pass auf, wenn wir da eine Veranstaltung zu veröffentlichen. Das seht ihr immer bei uns auf dem Raya:Box EU Kalendario. Da sind die Online-Events angekündigt. Und wenn dann da Online-Spieleabend steht und Pen and Paper, dann wird da sehr, sehr wahrscheinlich Irmi und Jasmin mit drin sein. Ja, nee, genau das. Super gerne. Also, wie gesagt, jetzt gerade ist, na, dadurch, dass wir auch beide Teilzeit arbeiten und leider einfach noch nicht den ganzen Tag Pen and Paper machen können. nee, und jetzt genau stehen einfach ein paar Events an und wir wollen uns dann natürlich auch die Zeit nehmen, das für euch ordentlich zu machen. Und jetzt nicht einfach sagen, ja, okay, dann, na, auch wenn es nur 1 Stunde ist, es ist ja Arbeit und das ist ja Arbeit, die Ja, wir super gerne machen. auf jeden Fall. Und nee, deswegen lieber ein bisschen nach hinten verschieben und dann dafür ordentlich. Genau, aber was wir nicht nach hinten verschieben müssen, ist ein Termin morgen. Was hast du denn da vor oder was hast du mit Jasmin zusammen aufgenommen? Ja, genau. Das war tatsächlich Jasmin war in einem war Gast in einem Podcast und zwar in dem Teamgeist Podcast Reteam von Reteam. Entschuldigung. Also der Podcast heißt Teamgeist und ist von Reteam und hat da nochmal für alle, die es noch mehr interessiert, viel genauer über die Teamdynamiken in Arbeitsteams, in Unternehmensteams und Pen and Paper geredet und wie sich das alles übertragen lässt und ist nochmal mehr eigentlich auf alles eingegangen und der kommt morgen raus. Da ist genau von wo ist unten der Link, aber ansonsten findet ihr den auch easy, wenn ihr einfach Teamgeist Podcast googelt. Genau, das kommt morgen raus. Dann könnt ihr auch von Jasmin noch ein bisschen was hören. Und genau, ansonsten, wenn es irgendwelche Fragen gibt oder natürlich Interesse oder sonst irgendwas, wenn ihr gerne Pen and Paper spielt und einfach mit Leuten in Kontakt treten wollen, die auch gerne Pen and Paper spielen, dann genau, schreibt uns oder kontaktiert uns entweder auf LinkedIn oder auf Instagram unter 12 for Hire, unter meinem Profil Irmi Scheffel, unter Jasmins Profil Jasmin Houston. Ja, schreibt uns eine Mail, addet uns auf LinkedIn oder auf Instagram oder wo auch sonst immer. Wir freuen uns echt über alles, über Interesse oder über Leute, die selber gerne spielen und einfach quatschen wollen. Wir reden unfassbar gerne über Pen and Paper, wie ihr Ich habe ja vielleicht noch keinen mitbekommen habt. Twitch-Channel. Was ist da los? Genau. Ja, das fehlt doch noch in eurem Repertoire. Ein Twitch-Channel zum Ein live Twitch-Channel, mit ja. anderen zusammen vom Tisch. Mal Gibt's schauen. das schon? Vielleicht hat das jemand schon mal gesehen. Also ich meine, auf Twitch gibt es ja die verrücktesten Sachen. Und vielleicht gibt es ja auch tatsächlich eine Runde, die spielt und man kann denen allen zugucken, wie sie Das, Pen and ja, Paper da spielen. gibt's Bestimmt. unzählige. Das brauchen wir nicht mehr erfinden. Da gibt's Ah, okay. Berühmte. Da gibt's also da gibt's Kampagnen, die laufen jahrelang, 4 Stunden lange Folgen und Leute können die alle auswendig mitsprechen. Also das, Okay. da gibt es genug. Nee, genau, aber es ist natürlich auch eine super gute Möglichkeit, einfach mal ein bisschen ins Pen and Paper reinzuschnuppern, ohne
den kompletten Aufwand betreiben müssen von ich finde eine Wunde und ne, alles, was da dran hängt, ist einfach zu gucken. Bekannte Pen-and-Paper-Formate auf Deutsch, auf Englisch, gibt es alles in jeglichen Sprachen, auf Twitch, auf als Podcast. Genau. Also, es Ich ist scroll mir gerade noch mal LinkedIn durch. Ich höre dir auf ja. jeden Fall zu. Sorry, Nee. es ist so ein Nee, bisschen alles komisch. gut. Nee, nee, es ist ein weites Feld. Jeder findet was, was ihm gefällt. Mensch, du kannst auch noch reimen hier. Das ist ja wunderbar. Nicht mal Freust du dich denn absichtlich. darauf, dass du irgendwann das dann tatsächlich vielleicht auch als Hauptberuf dann machst? Also, Ja, wie sieht man das sagt immer, man aus? soll sein Hobby nicht zum Beruf machen, ne? Es ist, ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Auf der einen Seite, klar wäre das der Hammer. Auf der anderen Seite, vielleicht braucht man auch einen Ausgleich. Und ich mag meinen jetzigen Job auch sehr, sehr gerne. Deswegen würde ich da wirklich nur, also mit zwei weinenden Augen, aber man weiß es ja einfach nicht, ne? Es ist, mal schauen, mal schauen. Du, wenn es sich ja auch so ergibt, ist es ja auch wunderbar, ne? Also wenn man halt wirklich beide Dinge leben kann. Und hier meint halt auch die Katrin Fischer, es ist anstrengend, aber es macht Spaß, ja. Ja. Und das wissen wir ja auch, dass wir ganz anders Energie tanken bei auch anstrengenden Dingen, wenn sie uns halt einfach Spaß bringen, ne? Ja. Insofern. Nee, auf alle Fälle. Und es ist ja auch, also, ne, auch privat Pen and Paper ist der Großteil meiner Freizeit, aber ich mache es halt gerne, was soll ich sagen? Ja, Mensch, vielen, vielen Dank. Schade, es tut mir leid, dass es so ein bisschen technisch heute durch den Wind war, aber irgendwie war das wohl, Hat musste so jemand sein. Und schlecht du auf hast es. seine Technikprobe gewürfelt. Das Genau, war unsere Technikprobe so super, oder? Na gut, aber. So ist das Leben und ich finde, du hast das wunderbar gemacht. Es war jetzt nicht so, dass ich das Gefühl hatte, ich hätte jetzt irgendwie eine Wissenslücke oder ich hätte etwas nicht von dir erfahren, was ich nur von der Jasmin hätte erfahren können. Nee. Aber liebe Jasmin, lass es dir bitte wieder besser gehen. Ja. Und Bitte, bitte. insofern es ist halt immer noch schöner, auch mit Zweien im Chat dann zu sein. Und vielleicht werden euch dann noch viel, viel mehr Fragen eingefallen oder die sind jetzt leider auf der LinkedIn-Schiene nicht zu uns gekommen. Es tut mir leid. Aber man, das könnt ihr euch ja dann immer noch im Nachhinein unter dem Event dann kommentieren oder ihr könnt, wie die Irmi schon angeboten hat, auf jeden Fall auch 12 or higher kontaktieren oder auch Sie direkt über LinkedIn kontaktieren. Die Links findet ihr alle auf der Eventseite und die wiederum findet ihr in der Beschreibung vom Event. ja, Irmi, was würfeln wir? Dürfen ja 12 oder höher, habe ich Genau. gehört. Also vielen Dank für die Einladung. Ich hatte sehr viel Spaß. Also ich zeig dir jetzt, was der Würfel gewürfelt hat. Also, das passt dazu, dass die Technik so blöd war. Das Wetter hier ist Sonnenschein, aber die Technik, die Das hat gut, ja. gehagelt. Das steht dafür, dass es ein richtig schöner Event war und ich mich sehr gefreut habe, mit dir über das Thema Pen and Paper zu sprechen. Und was hatte ich jetzt hier? Ah ja, genau. Das hier steht dafür, hey, du wirst auf dieser Leiter einfach noch weiter nach oben steigen und wirst es vielleicht dann 75% machen und den anderen Job ein Ah. bisschen weniger. Schauen wir mal. Vielen, vielen Dank, dass du da warst, Vielen Irmi. Dank für die Einladung und deine Zeit. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns, hören uns bald wieder, aller spätestens zum Pen and Paper. Auf jeden Fall. Ja, und wenn euch das Spaß gemacht habt und ihr gesagt habt, Mensch, super, da möchte ich öfter mal dabei sein, dann schaut einfach bei uns auf der Seite und guckt, wann der nächste Event ist. Wir haben eine Bandbreite an Themen, aber sie haben meistens mit Solopreneuren zu tun, mit Coworking und mit neuen Formen des Arbeitens und manchmal auch mit der Kultur hier auf Mallorca. Ja, dann wünsche ich euch einen wunderschönen Abend. Freue mich, dass ihr dabei gewesen seid und ja, bis zum nächsten Online-Salon. Macht's gut. Tschüss.